Willkommen zurück, Leute, zu Phoenix Wright Ace Attorney. Wir machen direkt weiter im Prozess gegen Will Powers. Und es ist eindeutig, dass die Person im Kostüm des Steel-Samurai Herr Will Powers war. Ich glaube, Sie haben recht. Sind Sie sicher, dass Sie sich sicher sind, Euer Ehren? Einspruch erheben. Moment mal. Wir reden hier über Möglichkeiten. Das Foto aber zeigt klar den Steel-Samurai. Nirgends auf dem Foto kann man Herr Will Powers erkennen. Die Verteidigung hat recht. Könnte nicht auch ein anderer, der nicht fotografiert wurde, Herr Hammer getötet haben? Diese Möglichkeit sollten wir auch in Betracht ziehen. Dann gestatten Sie mir, diesen Zweifel bei Ihnen auszuräumen, Euer Ehren. Würde die Zeugin bitte mit ihrer Aussage fortfahren? Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Zeugenaussage. Fortsetzung. Ach so. Ich dachte gerade, what? Was für ein Fort? Der arme Hammer starb um 14.30 Uhr, nicht wahr? Die einzige Person, die ich davor zum Studio sehen sah, war Will Powers. Sonst ging niemand dorthin. Wäre es anders gewesen, hätte ich jemanden gesehen. Was zur Hölle ändert das? Man weiß es nicht. Wenn also niemand sonst zum Studio gegangen ist, muss es der Steel-Samurai gewesen sein. Herr Wright, Sie können die Zeugin ins Kreuzverhör nehmen. Ich verstehe jetzt nicht ganz, was daran jetzt, was meine Aussage da entkräftet gerade. Ich meine, es ist ja trotzdem nur dieses Foto. Der arme Hammer starb um 14.30 Uhr, nicht wahr? Moment mal! Woher wissen Sie das? Hab ich das nicht eben gerade erklärt? Ich habe den jungen Inspektor ein paar Donuts gegeben. Und dann, nachdem er was von Geheimnis gefaselt hatte, sagte er mir alles. Ich schätze, Inspektor Gumshoe teilt Ihre Vorliebe für Donuts. Die einzige Person, die ich davor zum Studio gehen sah, war Will Powers. Oh, Moment. Moment mal! Sind Sie sich da absolut sicher? Oh, sehr sicher, Jungchen. Kein Verdächtiger ist dort vorbeigekommen, niemand. Kein Verdächtiger, na schön. Sonst ging niemand dorthin. Ich gehe jetzt da. Nee. Kannst du knicken. Da präsentiere ich wieder das Foto. Warten Sie. Sehen Sie sich nochmal dieses Foto an. Es wurde von der Kamera am Tor zu den Studios gemacht, nicht wahr? Jawohl, ja, Jungchen. Wann immer also jemand hier vorbeikommt, macht sie automatisch ein Foto. Und ich dachte schon, Sie wüssten nicht mal, wo oben und unten ist. Gut, wie auch immer. Außerdem nimmt der Computer in der Wachstation alles auf, was die Kamera filmt, oder? Oh, wenn Sie im Studio anfangen wollen, können wir da vielleicht was machen. Und von eben diesem Computer stammt auch dieses Foto. Auf der Rückseite steht 15. Oktober, 14 Uhr, Foto Nummer 2. Sogar ich weiß, dass das heißt, dass es um 14 Uhr am 15. Oktober gemacht, Jungchen. Ich auch. Es geht mir aber mehr um das, was am Ende steht. Foto Nummer 2. Foto Nummer 2? Der Computer hat an dem Tag nur ein Bild gespeichert. Finden Sie das nicht seltsam? Das Foto müsste Foto Nummer 1 heißen, wenn es tatsächlich nur dieses eine Foto gäbe. Ruhe, Ruhe! Erklären Sie bitte dem Gericht, was Sie damit meinen, Herr Wright. Um ehrlich zu sein, würde ich das gern die Zeugin fragen. Dieser Beweis zeigt, dass nicht eine, sondern zwei Personen zum Studio gingen. Auch wenn nur ein Foto verfügbar ist. Wer hätte das andere Foto löschen können? Nur jemand mit Zugang, die Wachfrau höchstpersönlich. Passen Sie gut auf, was Sie sagen, gerne groß. Die einzige Person, die ich an dem Tag gesehen habe, war Will Powers. Aber die Torkamera machte zwei Fotos, also sind zwei Personen vorbeigekommen. Nun, ja, das war wohl wegen... Kann die Zeugin das bitte dem Gericht erklären? Ich verstehe diesen neumodischen Computerkram nicht. Edgy Boy, Hilfe. Glauben Sie mir, das würde ich gern.
Aber ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Hm, großartige Hilfe. Sie sind genauso ein Gerne-Groß. Oh. Alter, jetzt geht sie ab. Gerne-Groß. Ist alles in Ordnung, Frau Oldbeck? Ja klar. Mir ist gerade etwas eingefallen. Lassen Sie mich raten. Es muss jemand anderes am Tor vorbeigekommen sein als der Stil-Samurai. Nun ja, das könnte man so sagen. Aber wer? Ach, ich verstehe. Ihre Aussage bitte? Sage Nummer 3. Die andere Person. Das ist schon die vierte? Keine Ahnung. Jeden Tag nach dem Wachdienst muss ich noch eine weitere Arbeit erledigen. Ich muss die Fotos vom Überwachungscomputer auswerten. Dabei werfe ich alle Bilder raus, die unverdächtig sind. Verstehen Sie? Wenn ich jetzt dran denke, erinnere ich mich, dass ich an dem Tag ein Foto löschte. Frau Oldbeck, das höre ich zum ersten Mal. Nun, natürlich, Jüngchen. Mir ist es ja auch gerade erst eingefallen. Na schön, Herr Wright. Sie können mit dem Kreuzfeuer beginnen. Nun, ich würde sagen, das kam unerwartet, obwohl ich es erwartet habe. Die andere Person. Jeden Tag nach dem Wachdienst muss ich noch eine weitere Arbeit erledigen. Eine andere Arbeit? Das ist richtig. Ich prüfe alle Personen, die am Tag das Haupttor passieren. Ich sehe mir jedes Foto der Überwachungskamera genau an. Machen Sie auch eine Sicherung der Kameradaten? Nun, ich soll eine machen, ja. Aber diese Computer sind so frustrierend. Dabei werfe ich alle Bilder raus, die unverdächtig sind. Verstehen Sie? Wer ist für Sie verdächtig? Oh, das erkennt man an den Gesichtern. Meistens. Meistens? Das hier ist ein Mordprozess, Frau Oldbeck. Nun, das verdächtige Foto von Will Powers habe ich jedenfalls nicht angerührt. Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Wenn ich jetzt dran denke, erinnere ich, dass ich an dem Tag ein Foto löschte. Wer zum Teufel war auf dem Foto, das Sie gelöscht haben? Ein junger Fan. Fan? Ein Fan von Steel Samurai. Das sind echte Freaks, wenn Sie mich fragen. Von irgendwoher erfahren die, wann die Proben stattfinden. Dann hängen sie ständig rum. An dem Tag war einer von ihnen da. Warten Sie mal. Sagten Sie nicht vorher, niemand sonst konnte eintreten? Ich verschloss das Haupttor, damit niemand hindurch konnte. Na gut. Wenn Sie es wissen müssen, ein Abflussrohr führt in den Personalbereich. Das Schutzgitter ist seit einer ganzen Weile locker. Der Abfluss führt nach draußen und nun über diesen Weg gelangen sie rein. Sie kommen durch den Abfluss? Ich sagte doch, dass es Freaks sind. Oh, und? Und? Es sind Kids. Kinder. Großmäuler. Kinder? Also war auf dem Foto, das sie gelöscht haben, ein Junge. In der zweiten oder dritten Klasse. Was? Ruhe, Ruhe. Oh, ich krieg Gänsehaut, Leute. Die Musik. Scheiße, ey. Lassen Sie mich was klarstellen. Sie sahen an dem Tag zwei Personen am Haupttor vorbei zu den Studios gehen. Die eine war der Stil-Samurai, der sein Bein nachzog. Und der andere war ein Junge im zweiten oder dritten Schuljahr. Oh ja, solche Jungs sehe ich jeden Tag. Kann sie weder davon abhalten zu kommen, noch kann ich sie einfangen. Ein Junge aus der zweiten oder dritten Klasse. So ein Junge hätte unmöglich den Samurai-Speer als Waffe benutzen können, nicht wahr? Unmöglich, glaube ich. Er ist ziemlich schwer. Richtig, wie ich schon sagte, habe ich ihn kaum beachtet. Und darum habe ich auch die Daten gelöscht. Nick, was ist los? Ich meine, der Junge war da. Das macht ihn verdächtig. Ja, und schon machen sie ihn wieder unverdächtig. Ich werde die Verhandlung für 5 Minuten unterbrechen.
Verteidigung und Anklage können sich über die neuen Informationen beraten. Und diesmal werden keine wichtigen Informationen vergessen. 18. Oktober, 11.08 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 3. Herr WP, WP, wie auch immer. Ja? Sagen Sie es mir. Waren Sie wirklich in Ihrer Umkleide? Gingen Sie nicht zum Studio? Ich ging nicht zum Studio. Ich schlief, ehrlich. Wer war also der Stil-Samurai auf dem Foto? Woher soll ich das wissen? Der Stil-Samurai-Kostüm befand sich in einer Ecke der Umkleide. Jeder, der reingekommen wäre, hätte es nehmen können. Wirklich. Was? Sie sollten besser auf Ihre Sachen Acht geben. Ich hätte niemals gedacht, dass jemand ein Stil-Samurai-Kostüm klauen würde. Also, wohin führt das alles? Sieht nicht gut aus. Sie sind im Moment der einzige wirklich Verdächtige. Nick, was machen wir jetzt? Zunächst spielen wir auf Zeit. Wir suchen uns jemand anders, der vielleicht der Täter sein könnte. Genau. Und es wird Sie lange genug beschäftigen, sodass wir noch einen weiteren Tag bekommen. Richtig. Aber wenn wir uns den Falschen aussuchen, könnten wir verlieren. Sie klingen nicht sehr optimistisch. Ich bin sogar kein bisschen optimistisch. Hey Nick, es ist Zeit. Okay, los geht's. Was hat das zu bedeuten? Bitte seufzen Sie nicht so. Ah, wen nehmen wir denn? Boah Leute, wen nehmen wir denn? Ich weiß es auch nicht so wirklich. Das Gericht wird nun die Verhandlung gegen Herrn Will Powers fortführen. Herr Edgeworth, würden Sie bitte die Position der Anklage in diesem Punkt erklären? Die Position der Anklage ist schnell erklärt. Es hat sich nichts geändert. Die zweite Person, die zu den Studios ging, war ein etwa 10-jähriger Junge. Das Foto, das wir besitzen, mag vielleicht kein klarer Beweis sein. Aber es gibt nach wie vor niemanden sonst, der den Mord hätte verüben können. Ich fordere das Gericht auf, den Angeklagten Herr Will Powers schuldig zu sprechen. Na schön, Herr Wright, Ihre Gedanken? Die Verteidigung ist anderer Ansicht als die Anklage. Es gibt eine weitere Person, die das Verbrechen hätte begehen können. Ruhe, interessant. Teilen Sie uns bitte Ihre Gedanken mit. Allerdings, seien Sie bewusst, dass ich blinde Anschuldigungen nicht tolerieren werde. Beschuldigen Sie jemanden, der offensichtlich unschuldig ist, werde ich Sie bestrafen. Na toll, jetzt wären unsere Chancen nicht schon klein genug. Also, wer ist die Person, die neben Herrn Powers noch den Mord hätte begehen können? Die Assistentin der Grundschuljunge, die Wachfrau. Ich weiß es doch auch nicht, es könnten alle drei in gewisser Weise gewesen sein. Wen soll ich denn jetzt beschuldigen? Ich habe keine Ahnung. Können wir hier jetzt die Profile mal angucken? Wir gucken uns mal die Profile an. Die Wachfrau. Wachfrau sagt den Global Studios, bei den Global Studios sagt sie, sah Powers zum Tatort laufen. Die Assistentin, Penny Nichols, Assistent bei Global Studios und zuständig für große Requisiten. Tja, über den 10-jährigen Jungen weiß man halt gar nichts, ne? Ich weiß es nicht, nimm die Wachfrau. Es war die Wachfrau, Wendy Oldback. Wer? Auf diesem Foto zieht der Stil-Samurai sein Bein nach. Das heißt, wer auch immer in dem Kostüm steckte, muss von der Verletzung am Morgen gewusst haben. Vielleicht weil der Täter die Probe der Action-Szene beobachtete. Neben Powers und Hammer gab es nur eine Person, die davon wusste. Die Wachfrau, Frau Oldback. Das ist gar nicht so dumm, was er da sagt. Was? Gerne, Groß. Ruhe, Ruhe. Ist das wahr, Oldback? Oldback? Für Sie immer noch Frau Oldback. Frau Oldback hielt allein Wache am Haupteingang. Sie war allein. Mit anderen Worten, sie hat kein Alibi. Sie hätte ihren Posten kurz verlassen können, um das Kostüm zu stehlen. Dann hätte sie zu Studio 1 gehen können, dem Tatort. Warum hätte sie sich die Mühe machen sollen, das Kostüm anzuziehen? Ganz einfach, Euer Ehren. Sie wusste, dass die Kamera am Tor ein Foto machen würde. Durch das Kostüm-Call konnte sie Herr Powers belasten. Ich verstehe. Hervorragend kombiniert, Herr Wright. Oh ja.
Wie war Sherlock Holmes 2, Baby? Ah, gut. Das ist seltsam. Ist das nicht die Stelle, an der Edgeworth immer eingreift? Er kommt doch sonst auch immer mit einem Einspruch und neuen Beweisen. Nun, Herr Edgeworth, hat die Anklage zu dem Punkt etwas zu sagen? Die Anklage hat im Moment keine Einwände. Was? Was soll das bedeuten? Oh, Sie alle denken also, dass ich es war? Nicht wahr? Edgy Boy, sitzen Sie nicht so rum. Tun Sie was. Was soll ich jetzt machen? Vielleicht ist das die Chance, das Blatt zu wenden. Weiter angreifen. Aus demselben Grund, warum Herr Powers ein Verdächtiger in diesem Fall ist, können auch Frau Oldbecks Handlungen an dem Tag in Frage gestellt werden. Aber warum sollte ich den armen Hammer so etwas antun? Sie vergessen, dass Herr Powers ebenso wenig ein klares Motiv hat. In der Tat. Geschafft. Jetzt gehört die Labertasche zu den Verdächtigen. Keine bitteren Gefühle, hoffe ich. Warten Sie einen Augenblick. Was ist denn mit der anderen Person, die zum Studio ging? Der Junge, dessen Foto ich gelöscht habe. Er ist nur ein Grundschüler. Zweite oder dritte Klasse, sagten Sie doch, oder? Das macht nichts. In dem Alter brauche ich höchstens 10 Sekunden, um meinen Alten niederzuringen. Was denken Sie, Herr Wright? Der Junge ist nicht der Mörder. Was? Was macht Sie so sicher? Oh, oder wollen Sie nur nett zur Jugend sein und gemein zu uns Alten sein? Gerne groß. Ich kann es beweisen. Echt? Beweisen? Tatsächlich? Dann lassen Sie uns diesen Beweis sehen, Herr Wright. Sie haben einen Beweis, der belegt, dass der Junge den Mord nicht begangen hat? Kann ja eigentlich dann nur der Speer sein, oder? Ein Bruch im Schaft wurde mit Klebeband repariert, die Mordwaffe. Was sonst? Euer Ehren? Die Mordwaffe war der Samurai-Speer. Dieser Speer ist hier auf dem Foto zu sehen. Wie hätte der Junge diesen Speer benutzen können? Es ist unmöglich. Ich verstehe. Nun möchte die Zeugin etwas dazu sagen. Die Labertasche. Sprachlos. Das muss das erste Mal für sie sein. Sehr gut. Das Gericht unterbricht die Verhandlung für heute. Herr Edgeworth, finden Sie mehr über Ihre Zeugin, Frau Windy. Wie war noch Ihr Name? Oldbeck oder so, Euer Ehren. Die Anklage wird diese Oldbeck näher unter die Lupe nehmen, bevor es weitergeht. Das ist alles. Die Verhandlung ist geschlossen. Ich wollte gerade sagen, wir sind ein bisschen einfach aus der Nummer gerade rausgekommen, oder? Aber natürlich nicht. Warten Sie eine Sekunde. Ich werde nicht zulassen, dass Sie mit dem falschen Dampfer fahren. Mit mir. Ich rede. Oh, großartig. Stoppt die Pressen. Die Labertasche möchte reden. Frau Oldbeck, was soll das Ganze? Haben Sie etwas zu sagen vergessen? Also, wenn Sie es genau wissen wollen, gibt es etwas, das ich nicht erwähnen sollte. Dass Sie nicht erwähnen sollten? Wer hat das gesagt? Hä? Heißt das, es war nicht Edgeworth, der verboten hat zu reden? Wer dann? Gut, sagen Sie aus. Zum Schweigen verdammt. Oh mein Gott. Die Global Studios wollten, dass ich etwas geheim halte. Da waren noch ein paar andere Leute in den Studios am Tag des Mordes. Sie sagten, sie hätten nichts damit zu tun. Verstehen Sie? Also sagten sie, ich sollte so tun, als wären sie an dem Tag nicht da gewesen. Aber jetzt, da sie mich beschuldigen, lasse ich sie nicht einfach so davonkommen. Ah ja. Frau Oldbeck, das sind wichtige Angaben. Warum haben Sie das bis eben dem Gericht verschwiegen? Haben Sie mir nicht zugehört? Man hat mir gesagt, ich sollte meine Klappe halten und ich tue immer, was man mir sagt. Okay. Nein, das ist kein böser Traum, Euer Ehren. Sie wären Zeuge der Macht der Oldbeck. Herr Wright, Ihr Kreuzverhör. Aber, liebe Freunde, dieses Kreuzverhör werden wir im nächsten Part angehen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.